Hallo, heute gibt's hier Sport. Und weil ich meinen Turnbeutel vergessen habe, habe ich jemanden eingeladen, der sich damit auskennt. Das hier ist Felix Klemme. Hallo Felix. Hallo Felix. Erklär doch mal, was du machst. Also vielleicht erstmal zu meiner Person. Ich bin Diplom-Sportwissenschaftler und PNI-Therapeut. PNI ist eine Wissenschaft, die den Menschen als Ganzes sieht, was jetzt nichts Esoterisches bedeutet, sondern den Menschen als Netzwerk in einem Netzwerk, wo es vor allen Dingen darum geht, zum einen natürlich sich gesund zu ernähren. Was gesund ist, das kann man bei dir auf der Seite sehen. Natürliche Bewegung, das ist das, was wir uns gleich mal anschauen werden. Aber vor allen Dingen ein natürliches Bewusstsein und eine natürliche Einstellung, die dann eben schlussendlich gesund ist. Und Einstellung fängt eigentlich mit dem an, was wir nämlich jetzt gleich machen, sich gesund zu bewegen und am besten gesund zu ernähren. Okay, das schauen wir uns gleich an. Du hast das Outdoor-Gym in Nordrhein-Westfalen ins Leben gerufen. Worum handelt es sich da? Im Prinzip geht es in erster Linie darum, den Menschen dorthin zurückzuführen, wo wir nämlich herkommen. Nach draußen, wo wir gerade sind, in die Natur. Wir haben in der heutigen Gesellschaft oder in der heutigen Zeit, in der modernen Zeit, keinen oder wenigen Kontakt zur Natur. Wir sind überwiegend drin. Das heißt, wir haben meistens Bürotätigkeiten. Nach dem Büro fahren wir total gesund mit dem Auto zum Fitnessstudio, parken vor der Haustüre und laufen auf dem Laufband, trainieren dann sitzend von einem Gerät zum nächsten und fahren dann mit dem Auto wieder nach Hause und sagen, wir haben was Gutes für unsere Gesundheit getan. Outdoor-Gym hat den Ansatz und das Ziel, nicht nur draußen zu trainieren, sondern mir geht es insbesondere um Bewegung. Ich spreche auch nicht von trainieren, denn es geht tatsächlich um natürliche Bewegung. Das passiert in Gruppen meistens, hat das einen bestimmten Grund? Genau, also wir nutzen den Gruppencharakter, weil es natürlich einen sozialen Aspekt hat. Die Leute haben Spaß und Bock, einfach gemeinsam was zu machen, können sich gegenseitig motivieren. Und das fördert eben auch einen ganz wichtigen Aspekt, der heute wirklich verloren geht, ist tatsächlich ein sozialer Kontakt. Im Fitnessstudio hat man das zwar auch, aber das ist dann meistens irgendwie an der Theke, hallo und auf Wiedersehen. Und bei uns ist es eben anders, man wird mal berührt, man nimmt sich in den Arm und es ist einfach wirklich sehr freundschaftlich und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ja. Heute haben wir keine Gruppe dabei, aber weil die häufige Frage besteht von Urgeschmack, Lesern und Zuschauern, was kann ich für Sport machen zu Hause auch, wollen wir ein paar Übungen vorstellen und das schauen wir uns jetzt mal an. Genau. Ja, grundsätzlich gibt es natürlich ganz viele Übungsmöglichkeiten, die man vor allen Dingen auch ganz einfach zu Hause durchführen kann. Am besten ist es aber tatsächlich, es draußen zu machen, weil wir da viele, viele Reize nutzen, die die Natur uns gibt, die wir zu Hause auf dem Teppichboden oder auf dem Laminat oder auf Fliesenboden leider nicht haben. Aber ich würde jetzt gerne mal mit einer von verschiedenen Körperübungen beginnen, wo wir auch keine Geräte zu brauchen. Und das ist eine Liegestütz. Und eine Liegestütz fängt damit an, dass ich mich erstmal auf den Boden lege und in der richtigen Position starte. Das bedeutet, ich lege mich einfach auf den Bauch. Und um dann auch mal meine Hände in die richtige Position zu bringen, stelle ich jetzt die Hände mal etwa 20 cm neben meinem Schultergürtel auf. Also von meinen Schultern 20 cm zur Seite. Und meine Handflächen sind fast fest auf dem Boden und meine Finger zeigen auch gerade nach vorne. Die brauche ich nicht eindrehen oder nach außen zu machen, sondern die Hände zeigen nach vorne. Aus der Position heraus baue ich jetzt mal auch eine gesamte Körperspannung auf und versuche mich hieraus mal hochzudrücken, was für den einen oder anderen vielleicht schon etwas schwieriger sein könnte. Aber ich drücke mich mal hoch. So, und in dieser Position halte ich jetzt eine gesamte Körperspannung. Und wenn ich hier bin, kneife ich mal die Pobacken fest zusammen. Wenn man das macht, spürt man direkt ein Feedback in der Bauchmuskulatur und im Rücken und im Rumpf, weil ich dadurch eine andere Körperspannung halte. Wenn ich das halten kann, dann versuche ich auch immer so tief wie möglich runterzukommen, bis auf den Boden und mich dann wieder sauber nach oben zu drücken. Fehler sind gerne mal die, dass ich irgendwie so durchhänge und dann so beuge oder dass ich irgendwie in so ein Rundrücken komme und dann nur hier beuge. Das ist Schummeln. Wir wollen nicht schummeln, wir wollen es sauber machen. Das heißt, wir bleiben im Körper gestreckt, auch nicht nach oben schauen oder so das Kinn auf die Brust, sondern wir schauen leicht nach vorne, vor uns und kommen dann mit Körperspannung nach unten und wieder raus. Das wäre eine saubere Liegestütz, wo man aber sich auch langsam steigern kann und auch mit anderen Varianten anfangen kann, die wir gerne gleich mal zeigen. Ja, wem das zu schwierig oder zu anstrengend ist, da gibt es noch eine sehr schöne Alternative. Das würde bedeuten, ich starte aber genauso wie in der schwierigen Variante oder in der fortgeschrittenen Variante. Das heißt, Hände gleiche Position, Körperstreckung. Und jetzt winkel ich aus der Position meine Unterschenkel an. Ja, einfach nach oben klappen
Und jetzt auch wichtig, dass wir jetzt, wenn wir uns hochdrücken, wiederum Körperspannung halten. Das heißt, mein Oberkörper bleibt gestreckt, wenn ich nach oben komme. Und ich komme auch in der gestreckten Position wieder nach unten. Gestreckter Oberkörper, Po ist in Verlängerung und Oberschenkel in Verlängerung meines Oberkörpers. Und dann komme ich auch wieder ganz tief runter und drücke mich hier wieder raus. Bitte nicht irgendwie erst hier oben starten, so, und dann die Knie anwinkeln und dann in dieser Position trainieren. Und dann werde ich im Oberkörper rund und hier beuge ich auch nur meinen Schultergürtel nach unten. Das ist was anderes, als wenn ich liege. Und das ist immer eine gute Kontrolle, in der Liegeposition zu starten, um mich dann aus der Position nach oben zu drücken und meinen ganzen Oberkörper mit Oberschenkel gleichmäßig zu bewegen. Es gibt unzählige Varianten, Liegestütze zu machen. Also das Schöne dabei ist, ich kann eigentlich 100 verschiedene Sachen machen für eine Übung, die aber dann doch anders ist. Und es reicht, wenn ich zum Beispiel dafür meine Hände in andere Positionen bringe. Also unser Klassiker, den wir jetzt kennen, so. Und jetzt mache ich eine Veränderung, indem ich die Hände näher zusammenbringe und mich dann nach oben drücke. Oder ich kann auch einfach sagen, ich gehe mit einer Hand nach vorne und eine Hand nehme ich neben den Körper. Und auch hier wieder Körperspannung halten oder im Wechsel. Schwierig auch zum Beispiel, die Hände mal ganz weit nach vorne. Sieht zwar nicht mehr aus wie ein Liegestütz, aber auch das. Körperspannung, Schultern, Rücken. Ich kann auch mal ganz weit nach außen gehen oder nach innen wandern. Unendlich viele Variationen und das ist das Schöne, am eigenen Training auch selbst kreativ zu werden. Auch das ist funktionelles und vor allen Dingen natürliches Training. Eine schöne Einstiegsvariante, die man zum Beispiel auch zu Hause an einem Tisch machen kann oder an einem Stuhl oder zum Beispiel auch an einer Parkbank oder auch an einem Baum draußen, dass man im Körper in einer schrägen Position startet, was dann viel einfacher wird, sein Körpergewicht zu bewegen. Ich mache das jetzt einfach mal hier an diesem Baumstamm. Und das heißt, ich stütze mich mit den Händen weiter oben ab. Das heißt, wenn ich jetzt einen Tisch hätte, wäre ich hier oben. Das wäre dann noch einfacher. Und so ist es dann aber auch viel einfacher als jetzt in der Ebene auf dem Boden. Gleiches Handling, etwas breiter als schulterbreit, Körper ist gestreckt und ich komme auch wieder in der ganzen Bewegung mit der Brust auf den Baumstamm und drücke mich dann wieder nach oben. Wichtig finde ich es grundsätzlich, immer die ganze Bewegungsausführung zu nutzen. Das heißt nicht nur hier oben, wenn das so schwer ist, in dieser Position ganz runter zu kommen, dann würde ich mir eben einen Tisch nehmen, dass ich ganz runter komme. Es ist wichtig, dass ich das gesamte Bewegungsausmaß auch ausnutze und dann eben auch eine vernünftige Körperkräftigung erreiche. Tausend Varianten. Felix hat mir dann auch erklärt, dass einer der vielen Vorteile der Bewegung draußen im Freien darin besteht, dass man sich sogenannte Mikrorisse in der Haut zuzieht. Wenn man zum Beispiel auf einen Baum klettert oder eben auf dem Erdboden trainiert, dann gibt es diese winzigen Risse in der Haut, durch die der sogenannte Schmutz eindringt und dadurch wird das Immunsystem gestärkt. Er hat auch noch viele weitere Sachen gezeigt, die zeigen wir aber in einem der nächsten Videos. Ich hoffe, das war hilfreich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.